So, dann recht herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Pressekonferenz zum Spiel des SC Magdeburg gegen Frisch Auf Göppingen. Vor 5.807 Zuschauern, Endstand 33-32, zur Halbzeit 19-15. Die erfolgreichsten Werfer auf Seiten der Gäste: Marcel Schiller mit 7 Treffern, Jens Schöngart mit 6 Toren sowie Marco Rentschler mit 5 Treffern. Auf Seiten des SC Magdeburg heute am erfolgreichsten Matthias Musche und Robert Weber, jeweils 8 Tore. Dazu 4 Treffer von Cielko Musa und Marco Besjak als erfolgreichste Werfer. Wir begrüßen recht herzlich Gästetrainer Magnus Andersson und bitten um seine einschätzenden Worte zu dieser Begegnung. Ja, schönen guten Abend und Glückwunsch, Bennett und Magdeburg zum Sieg. Weiß nicht, ob ich es verdiente Sieg sagen kann, aber es war ganz knapp und manchmal ist Sport richtig, richtig brutal. Und so finde ich heute Abend, klar, ich bin unglaublich enttäuscht, dass wir nicht einen Punkt hier von Magdeburg mitbringen kann. Aber wenn man hat unsere erste Halbzeit gesehen, ja, wir haben ju fast ohne Abwehr gespielt, ohne Torhüterleistung. Klar, das ist schwer für unsere Torhüter, wir haben fast keinen Parade, aber wir haben viele Fehler gemacht. Aber zum Glück haben auch Magdeburg auch viel Probleme im Abwehr gehabt, finde ich. Wir haben einfache Tore da gemacht. Zweite Halbzeit kommt wir schnell zurück und das war unser Plan, att Magdeburg sollen etwas unter Stress sofort bekommen. Vom 19:15 da geht wir som 19:19 und nur nach 4-5 Minuten und dann war das Spiel ganz, ganz eng ganze Zeit. Magdeburg führt mit 3 Tore wieder oder 5 Tore, 30-25 sehe ich auch. Aber wir kommen immer zurück und so. In Schlussphase, da haben wir alle auch in der Halle gesehen. Wir kommen zum richtig gute Chance, aber so ist das in Handball. Ein Torhüter steht da und haben ein paar wichtige Parade gehabt. Und so war es auch heute. Wir haben 2-3 da zum Schluss verworfen. Von guter Position, finde ich. So, habe Glückwunsch und schönes Abend. Dankeschön, Magnus Bennett, Wechselbad der Gefühle heute hier in der GTK Arena. Deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, guten Abend. Danke, Magnus, erstmal für die Glückwünsche. Ich kann Magnus natürlich sehr, sehr gut nach, oder seine Verfassung sehr gut nachvollziehen und auch verstehen. Ich versuche das jetzt auch so unemotional, wie das nach solchem Spiel möglich ist, zu analysieren, so wie ich es auch schon in der Kabine vor den Jungs getan habe. Ich glaube, wir freuen uns alle ungemein über die 2 Punkte und über diesen Erfolg. Ich glaube, die Zuschauer, die in der Halle heute waren oder die es auch im Livestream bei MDR verfolgt haben, haben all das gesehen, was unseren Sport ausmacht. Ein Hin und Her, zweimal eine 4- und 5 Tore Führung für uns. Und trotzdem ist man nicht weg und ist nicht sicher und kann es dann zum Schluss beim 31-30, glaube ich, für Göppingen durchaus auch verlieren und nichts mitnehmen. Das, was wir wieder gesehen haben, ist, dass meine Mannschaft in dieser Saison schon über eine große Moral verfügt. Sich immer wieder auch aus bestimmten Löchern rauszuziehen und weiter an sich zu glauben und dann auch solch Spiele zum Schluss noch mit zwei Punkten und mit einem Tor mehr zu verabschieden. Ich glaube, dass wir das in der Saison noch ab und zu gebrauchen können, uns selber so sagen, in dieser Crunch-Time sind wir gut und wissen, was wir können und glauben an diesen Plan. Trotzdem müssen wir natürlich darüber sprechen, wie das passieren kann, dass wir 2x4 Tore und 1x5 Tore in so kürzester Zeit wieder abgeben und uns selber das Leben schwer machen. Es darf nicht sein, dass wir zu Hause 32 Gegentore kassieren. Ich sage es immer wieder, da hat sich auch nichts dran geändert. Wir definieren uns als Abwehrmannschaft, dann sollten es deutlich weniger Gegentreffer sein. Wir kriegen das in der ersten Halbzeit noch ganz gut hin. Ich finde 15 auch schon viel. Aber aus den gewonnenen Bällen kommen wir gut ins Tempospiel. Ich glaube, wir machen
in der ersten Halbzeit schon 7 Tempospieltore. In der zweiten Halbzeit gelingt es uns nicht ganz so gut. Da macht das Göppingen besser. Wir haben Probleme mit den 2 langen Wechseln, die hinzubekommen. Dieses Spiel schreibt viele Geschichten. Ich glaube trotzdem und möchte da Magnus nicht Unrecht tun, dass es nicht unverdient war, heute zu gewinnen. Wir haben über große Teile einen hervorragenden Angriff gespielt, den Ball schnell laufen lassen. Das sah schon wieder fast so aus wie vor der Pause. Wir werden jetzt weiter daran arbeiten, Spiel für Spiel. Das Problem ist halt, dass wir wenig Zeit haben zu trainieren. Das geht Magnus genauso. Wir spielen am Wochenende immer ERF, in der Woche Bundesliga. Das geht noch ein paar Wochen so weiter. Ich finde diesen Rhythmus eigentlich toll, auch wenn er immer viel Arbeit bedeutet, viele schlaflose Nächte. Meine Jungs sollten das genauso sehen. Sie spielen lieber, als hart zu trainieren. Ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ich wünsche noch einen schönen Abend, Magnus. Trotzdem eine angenehme, auch wenn es eine lange Heimreise ist. Viel Erfolg für die kommenden Aufgaben in der Liga und auch im Europapokal. Ich würde mich freuen, dass, wenn wir uns in dieser Saison noch mal wiedersehen würden, weil dann ist nicht ganz so viel verkehrt gelaufen vielleicht. Danke, Bennett. Steffen, was kannst du noch ergänzen? Nicht mehr viel. Benno hat alles analysiert. Ich glaube, dass wir bis zur 50. Minute einen sehr guten Handball gespielt haben von einem Angriff. Deckung, wie gesagt, hatten wir einige Probleme, aber wir wussten natürlich, dass Göppingen eine sehr starke Mannschaft ist, die jetzt auch sehr gute Spiele gemacht hat. Also ich glaube, dass es letztendlich glücklich, aber doch verdient war und hoffe natürlich, dass wir uns in den nächsten Spielen peu à peu halt ein bisschen steigern können. Es geht jetzt in den nächsten 3 Tagen, Sonntag geht es schon wieder weiter. Da haben wir die nächste Aufgabe und ich denke, wir sollten einfach nur zufrieden sein, dass wir heute 2 Punkte haben. Danke. Fragen der anwesenden Medienvertreter? Ja, bitte mit Mikrofon. Es wird gereicht. Kommt. Bitte, Ronny. Ja, hallo, ich splitte mal. Die erste Frage geht an Herrn Andersen. Sie haben ja mit Jakob Bergerstedt einen guten Bekannten, der auch nach der Saison zu Ihnen kommen wird. Er hatte heute nicht viel Möglichkeiten gehabt, sich auszuzeichnen. Tat das letzte dann doppelt weh oder sagt man sich dann, da haben wir genau den richtigen geholt? Und an Bennett, ihr hattet jetzt in Colling, glaube ich, eine Phase von 8 Minuten, wo er keine Tore gemacht hat. Heute waren es, glaube ich, 9. Wie kommt sowas zustande und wie kann man das abstellen? Magnus? Soll ich anfangen? Ich denke, Jakob spielt beim Magdeburg bis diese Saison und ich kenne Jakob richtig gut seit meiner Zeit in Danmark. Er war ein ganz junger Kerl. Ich habe ihn nach FC Kopenhagen geholt und ich kenne Jakob richtig gut. Und heute bin ich nicht froh, att Jakob hat det letzte Tor gemacht, aber er ist ein unglaublich professioneller Spieler und ich bin froh dieses Tag, att wann er in Göppingen spielt. So, ja. Danke, Magnus. Ja, Bennett. Ronny, danke für die Frage, weil die finde ich cool. Da würde ich auch gern was zu sagen, weil es vielleicht auch für manche ein bisschen Klarheit reinbringt. Ich freue mich so sehr für Jakob über dieses Tor. Das kann ich gar nicht genug sagen, weil Magnus hat es schon gesagt, er hat sich, genau wie wir auch, sehr, sehr professionell verhalten. Und das ist sicherlich keine einfache Situation für ihn, diese Entwicklung von Jelko mitzusehen, seine Rolle in diesem Team zu akzeptieren und sich trotzdem jeden Tag im Training so reinzuhauen und alles zu geben für die Mannschaft. Ich habe keine Zweifel daran, nie gehabt, dass Jakob bis zum Saisonende alles für die Ziele des SC Magdeburg tut. Die gab es aber auch deshalb nicht, weil wir offen und fair miteinander umgegangen sind. Ja, da sage ich jetzt nicht bloß, dass das meine Person ist. Das geht über die Geschäftsführung, über das Management, über das Präsidium. Jakob kam irgendwann zu uns und hat darum gebeten, seinen Vertrag auflösen zu können. Wir hätten durchaus auf unser Vertragsrecht beharren können und sagen, Jakob, du bist ein sehr guter Kreisläufer. Wir wissen, was wir an dir haben. Das wissen wir bis heute. Ja, und wir hätten ihn gerne behalten. Es war dann aber eine Entscheidung und ein Respekt Jakob gegenüber zu sagen, Reisende soll man nicht aufhalten. Wir sind Jakob dankbar für die Leistung, die er für den SC Magdeburg gebracht hat. Und wir geben ihm die Chance, ohne ihm Steine ins Weg zu legen.
Das kann Magnus, glaube ich, auch bestätigen, ohne einmal über Ablöse zu sprechen oder sonst irgendwas. Das ist vielleicht auch nicht normal im Profisport. Und das ist einfach ein Respekt Jakob gegenüber. Und er wird das Stück für Stück zurückzahlen. Und das ist der schwerste Job, den heute einer machen kann. Nicht einmal gespielt zu haben. Und ich habe es zweimal, hatte ich das Gefühl, dass Jelko müde ist und ich wechseln muss. Und habe es dann aufgrund von Zeitstrafen nicht geschafft. Und die Jungs haben so viel Vertrauen in sich und bekommen sie auch von mir immer wieder gegeben, sodass das dann hoffentlich so funktionieren kann und er sich so belohnen kann. Und ich hoffe, dass ihm das jetzt auch nochmal den richtigen Schub gibt für die nächsten Spiele und die nächsten Aufgaben. Denn wir werden Jakob Bagoset auf jeden Fall in dieser Saison brauchen und benötigen, seine Qualitäten im Team als Spieler und als Mensch. Und jetzt musst du nochmal deine Frage an mich formulieren. Ja, auf jeden Fall. Ich stehe nicht mit der Stoppuhr da, Ronny. Ich hab's, du weißt mich drauf und ich habe das vom Gefühl her gehabt. Mein Problem war, dass ich relativ früh im Spiel die zweite Auszeit gelegt habe. Das war, glaube ich, nach 5 Minuten, wo es vom 19:15 aufs 19:17 geht. Und ich mich schwer tue, die dritte zu legen. Normalerweise ist das der Zeitpunkt, ja, ich habe so ein Intervall im Kopf, 3, maximal 4 Angriffe, kein Tor, Auszeit, Unterbrechung, Neuordnen, Schub geben für den Kopf, Anregung geben. Ich hatte aber irgendwie im Gefühl, dass ich die dritte vielleicht noch brauche. Und manchmal täuscht das dann nicht. Und zum Schluss war es dann gut, die dritte noch zu haben. Hätte auch sein können, aber hätte, wenn und aber, das wird man in meinem Job nie erfahren, dass ich, wenn ich sie ergelegt hätte, vielleicht gar nicht in die Situation gekommen wäre, dass wir 9 Minuten kein Tor machen und vielleicht nicht zum Schluss in der Quantscheibe noch ein Tor brauchen, um 2 Punkte mitzunehmen. Kann ich ja nicht beantworten, werden wir auf jeden Fall analysieren und drüber sprechen, weil viele dieser Phasen werden wir uns in der Bundesliga und auch im Europapokal nicht erlauben dürfen. Danke. Weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann gucken wir noch auf die Resultate, die bereits absolvierten Begegnungen vom heutigen Abend. Melsungen gegen Balingen 30-22, die Füchse unterliegen dem Bergischen HC 29-30 und Flensburg gewinnt in Gummersbach 28-23. Zur Halbzeit führen die Rhein-Neckar-Löwen in Hannover 14-12. Soweit diese Resultate noch vom heutigen Tag. Danke ich recht herzlich. Wünsche den Göppingern eine Heimreise. Wir sehen uns bereits am Sonntag wieder, dann im Europapokal hier in der GTK Arena. 17 Uhr Anwurf gegen Tatabania. Bis dahin, danke ich recht herzlich. Wiedersehen.